Ein heikler Kampf besteht uns vor gegen einen Nordfürsten. Deshalb lasse ich die mal die Position halten. Die Kavallerie, die setze ich aber mal ein Stück weiter hier hinten hin. Während die Bogenschützen nach hier gehen. Damit sie auch wirklich freie Schussbahn haben. Weil die Nordtruppen, die haben ja keine Briten, denn deshalb lasse ich die erstmal näher kommen. Und wenn die hier unten im freien Land sind, dann geht's los. Kavallerie, Infanterie, vorwärts. Ihr wisst Bescheid. Nee. Ich wollte eigentlich das hier machen. Doch, getroffen, ich bin gut. Infanterie und Kavallerieangriff. Wie habe ich denn jetzt beide gleichzeitig ausgewählt? Indem ich einfach das und das gemacht habe, vielleicht. Nee, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, jetzt beide auszuwählen. Bin ich ganz ehrlich. Weiß das einer, wie ich das gemacht habe? Weil das wäre ja in der Zukunft mal ganz nützlich eventuell. Oh. Na, da werde ich bestimmt ein paar Verluste haben, aber das ist es mir wert. Nein, verzeih mir bitte, Günther. Das war gar nicht... Ich tue so, als hätte ich nichts getan. Ich war die ganze Zeit hier drin. Ich habe nichts mitbekommen von der Schlacht. Schlagkraft, mehr Nahkampfschaden. Das ist natürlich ganz gut. Bogenzugkraft, das gibt mehr... Ja, 12% Schaden mit dem Bogen. Dann machen wir doch erstmal das, weil ich bin ja voll der Bogenkämpfer hier, ne? Natürlich wieder Zweihand. Bogen kann ich gerade nicht machen. Mache ich mal ein bisschen hier so. Ey, was machst du da hinten? Blind drauf feuern! Habe ich das gerade richtig gehört? Habe ich getroffen? Ich glaube, das war einer meiner Leute, die getroffen wurden. Das war's. So, und nun sagt mir bitte, dass ich nicht so sehr viele Verluste hatte. Oh, 6 Leute. Ah, naja, wir hatten hier schon schlimmere Verluste, ne? Ah, kann ich nicht mitnehmen, ja? Kann ich das fertig überfallen? Ah, ist aber doof, weil ich habe ja gerade keine Slots im Inventar frei. Ich frag mich, wo zur Hölle unsere dreckige Armee ist. Ich wollte den Fürsten fragen, aber stimmt, der war ja im Kampf, deshalb hatte ich nicht gefragt. Irgendwo muss unser Heer doch sein. Die sind bestimmt hier langgezogen, weil hier so viele... Und das habe ich mir gedacht. Elaine sieht verärgert aus. Hauptmann, ich bin bestürzt, dass ihr eine Quest fehlgeschlagen. Nie wieder auf Ehrenwort annahmen, Ehrenmänner, weil wir... Bla. Ich kann doch aber auch nichts dafür. Wenn die Ärsche mir nicht sagen, wo sie sind, dann kann ich ja schlecht hinreiten, ne? Das muss selbst der in seinen Kopf kriegen. Ich bin aber auch nicht so der Gefolgsmann. Ich bin offen gesagt eher der Marschall-Typ, ne? Ich gebe lieber Befehle, als Befehle zu befolgen. Zumal ich es ja hier auch noch so unglaublich schlecht kann, weil ich nicht weiß, wo die sind. Mein Pech war, dass die jetzt wirklich nichts groß belagert hatten. Zumindest habe ich nichts gesehen davon. Deshalb konnte ich nicht sagen, ach, das sind sie ja. Die Schlingel. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, aber das kann ich doch finden. Oder? Ne, das Budgetberichtchen gab es hier wohl noch nicht. Erstmal wieder neue Rekruten holen, das ist jetzt wichtig, dass wir hier wieder ein paar Leute zur Hand haben. Aber wir haben einen Fürsten besiegt, was will man denn mehr? Das war doch ein schöner Kampf, muss man sagen. Simbucha,
keine Freiwilligen nach sowas. Damit habe ich ja nur überhaupt nicht gerechnet. Revardin, du Schlingelstadt, ich komme. Aber so toll ist unsere Heilungskraft echt nicht im Trupp. Marktplatz, gehen wir doch mal zum Rüstungshändler. Der hat auch einiges an Kohle da. Werden wir eh nicht alles brauchen, aber hey. Wenn wir schon mal hier sind, haben wir irgendeinen schönen Bogen. Irgendeinen ganz langen Bogen für unseren Samurai, das wäre schön. Verbogener Kriegsbogen. Die Botkin-Pfeile sehen schöner aus, weil die hier diese roten Spitzen haben. Deshalb nehme ich mir auch hier nochmal die Botkin-Pfeile. Hier sind nochmal Kergit-Pfeile, die nehme ich auch mit für meinen Kumpel. Aber ein Samurai braucht einen längeren Bogen. Nicht so ein kurzes Ding, da kriegt er halt erstmal diesen meisterhaften Jagdbogen und Gutes. Wo ist er? Das war er nicht, das war er. So, jetzt guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Viele, viele Pfeile und einen Bogen. Benutze ihn gut, mein Freund. Benutze ihn gut. Sonst benutze ich dich zum Hintern abwischen. Ich bin blöd. Ich hätte in der Stadt gleich mal gucken können, ob da ein Gefangenenkäufer ist, ein Lösegeldvermittler. Aber nein, darauf komme ich ja nicht. Boah, ist das ein fairer Kampf. Ist das ein fairer Kampf gewesen? Habt ihr das gesehen? Ist das mein Maximum? Nein, zwei könnte ich noch. Aber woher nehmen und nicht stehlen? Na egal, wegen den zwei Leuten. Ich werde schon irgendwas zum Kämpfen finden. Oh, die wollen sich Burg Winchcourt holen. Viel Spaß, Kegiten. Ich mach da nicht mit. Ich frag mich, wie lange ich noch in diesem blöden Vertrag mit den Vegieren stecke. Ich meine, ich bin ja jetzt über 70 Tage. Wir haben den Vertrag relativ früh bekommen, also sehr lange werden wir wohl nicht mehr drinne stecken. Dann geht's ab nach Rodok, auf das wir verlieren mögen. Du hast mir nicht gesagt, wo der Fürst ist. Du hast mir nie irgendwas gesagt. Ich hasse dich. Voll, wie die mich hassen, ey. Wie die mich einfach nur verabscheuen. Oh, sieh mal einer an. Ein Rekrut würde gerne befördert werden. Und das habe ich hier auch getan, während ich durch den verschneiten Westerwald hier reite. So, maximale Armee. Wie sieht's denn aus mit Nahrung? Ja, ganz ordentlich. Trotzdem reiten wir jetzt erstmal nach Kudan. Oh, was haben wir denn hier? Gebirgsbanditen. Habe ich sie verloren? Nee, da sind sie. 5-2, 5-3. Das ist aber unschön. Ich will ja nach Kudan. Und drinne sind wir. Schenke. Perfekt. Was will man mehr? Was will man mehr? Für dich soll es Gefangene regnen. Kann man sich hier oben irgendwo hinlegen? Ich bin müde. Ich töte Kissen. Ich töte Leute. So, in Kudan sind wir fertig. Möge es nun denn weitergehen. Suchen wir uns mal wieder Banditen, das können wir gut. Ich glaube, ich pfeife auf die Vegieren jetzt und reite nach Svadien. Da gibt es bestimmt jede Menge Waldbanditen. Dein Ernst, 4 Stück? Wer braucht denn... Ich komme! Ich bin auf dem Weg, ich kämpfe mit.
gegen die Nord. Und zack, jetzt sind sie voll im Nachteil. Greifen wir direkt an oder macht ihr einen auf Pussyfight und bleibt hier stehen? Die machen echt einen auf Pussyfight. Ich mache euch hier mal Platz, damit ihr ein bisschen ballern könnt. Wo sind sie denn? Bin ich blöd? Ach, da hinten schleichen sie um die Bäume. Ich muss echt zielgenauer mit dem Bogen werden. Die haben viele Rekruten dabei. Das nehme ich doch glatt mal als Entschuldigung dafür, dass ich hier ganz alleine Kavallerieangriff in die Massen reite. Oh shit. Nein, nein! Getroffen! An den Kopf! Zack! Zack! Entschuldigung, Pferd! Boah, blödes Pony. Noch Fragen, euer Ehren? Die haben wir ja richtig niedergemetzelt. Ich glaube nicht, dass ich überhaupt Verluste habe. Hallo, Toter. Oh, die haben noch ein bisschen Verstärkung mitgebracht. Na, komm schon. Keine Pfeile mehr, na was? Ey, jetzt pass mal auf, du dreckiger Nordsack. Was denkst du, wer du bist? Ich hau dich so was vom Platt. Also mein Pferd töten, das ist ja mal ein No-Go hier, hör mal. Das war mehr wert als dein Holzkorb. So, Rache ist süß. Du Backenschwein. Drei Verwundete, sehr schön. Gut, euch hier zu sehen, Lord Peter. Lasst uns nun den Himmel für unseren Sieg danken und die vielen guten Männer betrauern, die heute fielen. Na, bei mir ist keiner gestorben, ne? Ich weiß nicht, ob bei dir einer gestorben ist, aber eher nicht. Du hast dich ja feige zurückgehalten und mir die Arbeit überlassen. Aber ich will mal nicht meckern, ne? Einen Meisterschützen, hier noch ein paar Fußsoldaten. Da können wir nämlich gleich wieder zurückreiten. Und weiter Zeug verkaufen. Fein. Hier haben wir auch einen Lösegeldvermittler. Herz allerliebst. Klappt doch wie geschmiert. So, ich danke euch. Dieb, dieb, aber jetzt wirklich nach Svadien, wie wir es vorhatten, ne? Aber so ein Fürst in Nöten, da wollte ich doch... Oh, das gibt's doch nicht. Ich komm nicht weg hier. Moment, kämpfen die gegeneinander? Ja doch, die kämpfen gegeneinander. So, diesmal könnt ihr das aber klären. Kavallerie mir nach. Die Kavallerie bleibt in meiner Nähe. Meine Leute halten sich diesmal zurück, sollen die das klären? Kommt mit, Männer, ihr seid mein Geleitschutz.
So, während wir uns mal die Schützen ranholen. Und denen sagen, die sollen sich hier positionieren. Die Infanterie etwas weiter nach da vorne. So, jetzt nehme ich mir wieder die Kavallerie. Und schicke sie in den Angriff. Ach, du gehörst zu dem Verbündeten. Sag doch einen Ton. Du siehst mir nach einem Fürst aus oder einem Huskarl. Steht halt nicht alle im Weg, dann verletze ich euch auch nicht. Nicht mit mir, du Sack. Habt ihr das gesehen? Der wollte mir eine überbraten, aber ihn habe ich gesagt, nö, und hab den Pfeil in den Kopf gestoßen. Das war mein Pfeil. Ich hab den getötet, ganz ehrlich. Oh, Verbündete. Zeit für ein bisschen Schlagkraft. Atta! Aua. Warum habe ich das gewusst? Ach, sieh mal einer an. Da waren überall Nuts. Ja, das konnte ich ja nun nicht ahnen. Hey, ich habe einen Toten. Holt sie euch. Dafür braucht ihr mich nicht für die paar Männer. Da kann ich mich hier auch schon verabschieden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir gesiegt haben. Tschüss.